So schön kann Camping sein. Und so tückisch kann es sein, einen alten Camper zu restaurieren. Kann man hier ganz durchgreifen. Ne? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das ist Schrott. Also für mich ist das Schrott. Ich glaube nicht, dass der Jörg gedacht hätte, dass das Fahrzeug wirklich so aussieht. Das ist komplett verfault hier. Das Holz ist klitschenass. Oh ja. Ich höre auf. Also das wird mir zu viel. Wirft Jörg wirklich das Handtuch? Rena und Gustav haben sich ihren Wohnmobilwunsch schon erfüllt. Ich konnte praktisch im ersten Moment nicht mehr atmen. Das ist mein neuer Favorit. Wird er wahr, der Traum von Freiheit, quer durch den Norden. Denkst du noch an deinen Rasierschaum? Oder? Ja. Jetzt kannst du mal schauen, was du mithaben möchtest. Bei meinen Sachen weiß ich das immer so, aber bei dir ist das ja immer so eine Sache. Gustav und Rena Zymonkowski wollen heute Abend noch nach Finnland. Die beiden Rentner aus Breiholz bei Rendsburg sind leidenschaftliche Camper, aber von der komfortablen Sorte. Abstriche bei der Bequemlichkeit? Nichts für Rena. Wir sind ja auch nicht mehr so ganz jung und man hat ja auch so gewisse Ansprüche, ne? Wir hatten uns dann schon vorgenommen, dass wir das ein bisschen schön machen. Für uns zwei gemütlich. Die Kinder sind alle außer Haus, die fahren nicht mehr mit. Also wurde es so geplant, dass das für uns passt. Und ich finde, das ist gut gelungen. Monatelang hat Gustav an den Plänen getüftelt, damit aus einem Militärtruck ein zweites Zuhause wird. Früher hat er auf dem Wochenmarkt Obst und Gemüse verkauft und seine eigenen Marktstände konstruiert. Das muss man planen. Wenn ich jetzt so wild irgendwie anfange, das wird nichts. Es muss geplant werden. Jedes kleinste Detail braucht seinen Platz. Also mir hat das von Anfang an so gefallen. Das war für mich alles so okay. Wenn man so lange verheiratet ist wie wir beide, dann weiß der eine, was der andere möchte. Das ist einfach so, ne? Ja, das ergibt sich. Und so ergab sich auch die Anschaffung dieses fast 8 Meter langen und 4 Meter hohen LKWs. Spontan. Gustav war eigentlich wegen eines Kleinwagens beim Händler. Und da fahre ich auf dem Hof rauf und da steht da dieses Fahrzeug, als wenn ich konnte praktisch im ersten Moment nicht mehr atmen. Ich sage zu meiner Frau, was ist das denn, was kann man denn damit machen? Wohnmobil, da hatten wir beide noch nie dran gedacht. Und dann nach Hause und dann ging es los. Dann war keine Nacht mehr normal. Dann wurde überlegt und konstruiert und ja, bis wir den dann bestellt haben. Also das ist mein neuer Favorit. Der 13-Tonner hat einiges zu bieten. 326 PS. Am Berg kommt keiner mit. Und jede der maßgeschneiderten Klappen hat ihre wohlüberlegte Funktion. Unser Energieraum. Also das ist einmal ein 3 kW-Generator. Der gibt uns auch dann noch Strom, wenn wir 5 Tage gestanden haben. Hier ist die ganze Abwassergeschichte. Das ist die Pumpe vom Klo. Das ist die Pumpe vom Waschbecken und von der Dusche. Werkzeuge und Ersatzteile. Das ist in dieser Kiste. 2 große Stühle, ein Tisch, 2 kleinere Stühle, 2 Liegen und ein Windfang. Und hier ist das zweite Fahrrad. Und hier oben ist Platz. Da tun wir gerne Müllbeutel rein, Fischgrill oder wenn wir eine schöne Schweinebacke haben, die Axt für die Not. Für die Gummistiefel. Die werden Sie in Finnland wohl brauchen. Im Originalzustand hat der LKW all diese Klappen nicht. Das war Gustavs Idee. Nächtelang zum Beispiel manchmal nicht geschlafen und gegrübelt, wie machst du dies und wie machst du das. Und das ist alles fertig und das funktioniert nachher. Das ist doch das Schönste, was es gibt. So, bitte kommen Sie rein. Beim Innenausbau hat Ihnen ein befreundeter Tischler geholfen. Auch dort hat alles seinen Platz. Gustav ist Perfektionist. Jedes Detail seines Campers hat er mindestens 3-mal durchdacht. Maßgefertigte Etagenbetten
und jede Menge Staufächer. Gustav und Rena könnten jederzeit losdüsen. Wir sind ja jetzt schon über 40 Jahre verheiratet oder so. Da brauchen wir auch gar nicht viel Worte. Wenn wir sagen, das und das wollen wir machen, dann geht's los. Haben wir keine großen Diskussionen, ne? Nee, aber darf ich da noch mal was sagen? Ja, mach mal. Wir sind über 46 Jahre verheiratet. Na ja, du brauchst uns ja nicht so alt zu machen. Ne? Ja, das sind wir. Statt Gas gibt es diese drei Hochleistungsakkus mit je 5000 Watt. Genug, um auch im finnischen Hinterland tagelang auszukommen. Hier ist praktisch die ganze Energie wird von hier abgenommen. Jede einzelne Batterie kann ich mit dieser App überwachen. In ein paar Stunden soll's losgehen. Das Abenteuer Finnland wartet. Diese beiden haben keinen Truck, wollen es aber auch bequem haben. Axel und Kathi aus Wadenburg bei Oldenburg. Ihren alten Camper machen sie immer komfortabler. So, Kathi, hier hast du gesessen. Und hier hast du kalte Füße gegeben. Ja, also jetzt sind die noch eiskalt. Dagegen hat Axel extra was besorgt. Dies hier. Let's go. Was ist das denn? Das zeige ich dir jetzt. So, das ist der Stand der modernsten Technik. Damit wir hier auch. Solche ausgefeilten Campingtricks wie diese Heizfolie sind genau Axels Ding. Merkst du was? Nee, noch nicht. Warte mal ab! Da tut sich was. Ja. Guck mal. Ja, es wird warm. Das ist gut. Füße, ne? Ja, ist richtig gut. Lass go. Geh mal runter. Guck mal hier. Ihren Camper haben sie in jahrelanger Kleinstarbeit vom durchgefaulten Wrack zum gemütlichen Zweitzuhause ausgebaut. Wir kennen jede Schraube von dem Wohnwagen. Und wenn da irgendwo was ist und irgendwas knarrt, dann wissen wir, was das ist, was da knarrt. Ja, naja, eigentlich bist du ein Fummler. Fummler. Ne? Also Bastler, Tüftler. Tüftler, Fummler, ja, das, Bastler, also ja, so würde ich das eigentlich. Da denke ich, da bin ich wohl Schremper. Ne? Ja. Schremper, halb Schrauber, halb Camper. Ja. Schremper, so nennt Axel alle, die wie er gerne schrauben und campen. Und davon gibt es hier im Norden viele. Heute werden Axel und Kathi ein paar von ihnen endlich kennenlernen. Die wetterfesten Profi-Camper machen sich auf dem Weg zum Schremper-Treffen nach Hochsiel. Gedenkminute eines Diesels. Ja, das Wohnmobil hat auch schon 26 Jahre auf dem Buckel. Hey, Löb! Hey, Löb! So! Anker lichten und los geht er nun. Der 52-Jährige veröffentlicht regelmäßig Selbstbautipps im Internet. Er ist sowas wie der Wohnmobil-Schrauberpapst Norddeutschlands. Jetzt hat er zum ersten Mal ein Treffen für Gleichgesinnte organisiert. Wir haben ganz viel hin und her geschrieben, haben immer mal wieder mit Fragen beiseite gestanden oder zur Seite gestanden. Und jetzt ist es ganz schön, wenn man sich mal persönlich kennenlernt, um sich da mal auszutauschen und auch vor allem die Fahrzeuge mal zu sehen, wie die jetzt in Natura aussehen. Schiedwetter. Trotzdem sind 12 weitere Bastler mit ihren selbst ausgebauten Wohnmobilen angereist. Sie alle kennen Axel als denjenigen, der immer eine Lösung parat hat. Dass du das nicht so akribisch immer gezeigt, wie man so weitergeht, das systematisch aufbaut, hätte ich das Projekt hier wahrscheinlich irgendwann in die Binsen gehauen. Ne? Ich hätte ihn in die Mosel geschoben. Ist doch super. Schremper helfen sich. Und es wartet schon der nächste Sanierungsfall. Jörg aus Hamburg hat gerade feststellen müssen, dass die Wände seines frisch erstandenen Wohnmobils komplett vergammelt sind. Aber eigentlich sah alles ganz gut aus. Ein paar Stellen, wie gesagt, rustig. Ich bin angefangen, eine Ecke. Und von dort aus habe ich dann die nächste Ecke entdeckt, die nächste Ecke. Ja, wenn man erst anfängt, dann kommt das eine zum anderen. Und du sagtest, du kommst aus Hamburg? Ja, aus Hamburg. Ja. Ja, dann wäre doch mal nicht schlecht, wenn wir uns den mal angucken. Oder? Ja, gerne, kommt mal gerne vorbei. Ja, das wäre doch eine gute Idee. Ja. Dann würde ich sagen, das machen wir doch. Ne? Ja, super. Schön. Kontakt geknüpft. Axel wird Jörg in ein paar Tagen besuchen und sich den Problemcamper mal genauer anschauen. Es wird eine Mammutaufgabe. Rena und Gustav brechen auf. Nach Finnland. Gib dir jetzt mal den Rucksack rauf, ne? Jo. Nimmst mir den ab. Moment. Mal
mal. Ja? Bis zum Fährhafen in Travemünde sind es nur gut 100 Kilometer. Gebucht haben sie allein die Überfahrt, keine Campingplätze. So ein Truck bedeutet auch Freiheit. Ich habe gerechnet, dass wir 5 Tage völlig autark stehen können, also ohne nachzuladen. Deshalb stehen wir ja auch gerne irgendwo so auf Plätzen, wo andere nicht stehen. Zwar nicht so ganz einsam alleine im Wald, aber wenn irgendwo ein schönes Eckchen ist und uns gefällt das, dann sagen wir, oh, hier halten wir an und hier bleiben wir heute Nacht. Gut gerüstet und flexibel. Der raue finnische Norden wird trotzdem ein paar Überraschungen parat halten. Nach 30 Stunden auf der Fähre sind die beiden in der finnischen Hauptstadt angekommen und fahren mit ihrem Wohntruck Richtung Osten. Guten Morgen, Helsinki. Die Sonne scheint. Was will man mehr? Total blauer Himmel, ne? Ja. In Städten sind sie mit ihrem übergroßen Truck eher ungern unterwegs, wegen der engen Straßen. Dafür gibt's bewundernde Blicke der Passanten. Ich würde sagen, wir nehmen das nächste Fischerdorf jetzt irgendwo, was hinter Helsinki liegt. Was meinst du? Ja. Ein bisschen östlich, dass wir dahin fahren? Genau, das ist eine gute Idee. Schön gegrillten Fisch, da hätte ich mal so richtig Appetit drauf. Ja, das wäre lecker, ne? Den könnten wir dann schön zubereiten heute Abend. Am liebsten würde Gustav den Fisch ja selber angeln. Ob das klappt? Schremperpapst Axel ist mit Kathi derweil auf dem Weg nach Hamburg-Billstedt. Er will sich, wie versprochen, Jörgs Problemwohnmobil mal genauer anschauen. Ja, wollen wir gucken. Ich hab alles. Moin! Moin, hallo! Hier. Wir sind einfach mal umzugetigert. Wir sind schon richtig gespannt. Ja. Da bin ich mal gespannt, wie es aussieht. Da hinten steht er. Da hinten steht er. Wahnsinn! Jörg hatte Axel beim Schrempertreffen um Hilfe gebeten. Eine erste Besichtigung des Wracks. Hier sieht man jetzt, wie das Holz klitschenass ist. Und trotz dieser für mich eigentlich guten Abdichtung völlig durchnässt ist. Also ja, das ist völlig marode. Völlig, also es hat keinen Torf. Halt mehr. Ja. Torf. Also sobald ich die kleinste Feuchtigkeit feststelle, muss ich sofort orten, wo kommt es her. Und darf dann nicht sagen, das mache ich dann vielleicht später. Können wir uns ja die Hand geben. Ne? Tatsächlich. Die Wände werden nur noch durch Klebeband zusammengehalten. Ein Fehlkauf? Das ist Schrott. Also für mich ist das Schrott. Weiß ich nicht, was ich da anderes zu sagen soll. Drin ist nicht mehr viel. Oh, ja. Wahnsinn. Mittlerweile alles rausgebaut. Ja. Sieht schlimm aus, ist auch viel Arbeit. Aber das muss der Jörg jetzt alles auseinandernehmen und einmal neu aufarbeiten. Das sind ja Schimmelpilzstellen. Ja. Da haben wir Sporen, da haben wir alles. Das ist also das hast du ja nicht mal gerochen. Wie wir in diesen Wagen reingekommen sind, wie ich den gekauft habe, es roch nicht moderig. Also ich habe eigentlich eine ganz gute Nase und riecht das sehr schnell, aber das ist ganz schwierig, dass solche Stellen zu entdecken. Ja. Das kann man fühlen, ja, wenn man drückt, ja, dass es weich ist. Ja. Ja. Ne? Und da, wo es dann weich ist, da muss man dann wirklich noch mal nachhaken. Ja. Ich hatte einen Moment, wo ich eigentlich aufgeben wollte. Ehrlich? Das war wie das Dach. Ich festgestellt, dass das Dach komplett, das ist komplett verfault hier. Das Holz ist klitschenass. Oh ja. Wenn du hier rausholst, das ist nass. Ja, das ist dieser Torf, den wir hier haben. Ja. Klar, die Decke, das muss raus, das gammelige Holz muss raus. Ich werde mir jetzt noch eine neue Folie holen fürs Dach, dass es wirklich wasserdicht ist. Ja. Und dann habe ich mehr Zeit. Ja. 3.500 Euro hat Jörg für dieses Feuchtgebiet bezahlt. Nochmal so viel will er reinstecken. Da ist ja auch nichts mehr drin in dem Fahrzeug. Da ist ja gar nichts mehr. Da ist keine Wand mehr, da ist keine Küche. Man kann sich ja nicht mal vorstellen, dass das ein Fahrzeug war. Das ist schon krass, also muss ich sagen. Es gibt viele Fahrzeuge, die sehen von vornherein her wirklich gut aus. Man kauft sie in einem guten Glauben und danach, wenn man die Tapete hochnimmt und die Feuchtigkeit kommt,
Ich glaube nicht, dass der Jörg gedacht hätte, dass das Fahrzeug wirklich so aussieht. Er hat unter Garantie zwischendurch schon Phasen gehabt, wo er dann wirklich sagt, um Gottes Willen, was hast du da gekauft? Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das war für mich wirklich der Moment, wo ich gesagt habe, machst du hier einen Stopp? Verkaufst du das in Einzelteilen, das Wohnmobil? Zerschrottest du das oder machst du weiter? Ob Jörg das Durchhaltevermögen hat? Mit 80 Sachen durch den ganz hohen Norden. Gustav und Rena sind auf der Suche nach frischem Fisch. Am liebsten selbst geangelt. Aber jetzt machen sie erstmal Pause. Bei der einzigen Touristenattraktion, deren Parkplatz groß genug ist. Ein Motorradmuseum. Mit über 100 historischen Zweirädern aus aller Welt. Das ist nicht so schneller, so brrrr. Eieieiei, da geht die Luzi ab. Ja, wir fahren lieber. Wir fahren lieber ruhig, ne? Besitzer Rico Ruoto hat das auffällige deutsche Wohnmobil draußen bemerkt und bietet eine kleine Museumstour an. It's history. Yeah. Ja, genau. Alte BMW. Ja, yeah, BMW. Im Gegenzug wollen er und sein Kumpel sich unbedingt Gustavs einzigartigen Truck zeigen lassen. This is freshwater. Ja? Yeah. Here in the left is 500 Liter freshwater. Okay. And 10 Liter Wodka. Ja! waste, ne? Ja. Yeah. Waste. Yes. And pump. Ja. Yeah. To the other side. Yes. Einmal in so einem Laster am Steuer sitzen. Große Jungsträume. Mal laut, da. German. German. Please. If we take the shoes away. No. Here then. Koko ajan tulee autoa vaan vaikka. Normally, a motorhome, there is the gas. Yeah. It's dangerous. Here, no gas. Yeah, I hate no. it. It's dangerous. Yeah, it's dangerous. Yeah. My one good friend died in USA. Mm-hmm. Ah. That's good? Yes, yeah. Crazy. Good. I'm not only crazy person. Thank you for the Thank show. Thank you very much. Nice car. Ein pleasure. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Einen Tipp haben Gustav und Rena auch noch bekommen. In der Nähe soll man hervorragend Lachse angeln können. Hamburg-Billstedt. 2 Monate sind vergangen, seit Schremper-Experte Axel das letzte Mal hier war. Jörg war fleißig und hat die alten, völlig durchnässten Wände erneuert. Ist es nicht alles hundertprozentig, aber mal gucken, was man nachher sieht, wenn alles drin ist, ne? Das machst du mit der IFA-Tusch. Du hast ja kaum eine Stelle, die du eigentlich siehst nachher, ne? Das stimmt, aber das ist ja auch die Frage, wo kommt man her? Ja. Also, wie hat das ausgesehen, wo wir das letzte Mal hier drin standen? Genau, ne? Ich kann mich gut dran erinnern, hier in der Ecke. Hier war das, ne? Hier konnten wir die Hand ja komplett durchstecken. Und das ist ja nun wirklich schon gut. Hier ist das Fenster wieder drin. Das sieht gut aus. Die meisten Fenster und Rollos sind allerdings noch defekt. Da ist der Weichmacher. Diese sind dann schon hinüber. Hier löst sich das auch richtig. Hier sieht man es ja. Da löst sich das komplett ab. Da. Und diesen Stoff, den kriegst du aber als Meterware. Da ist unten schon so eine Keder drin, die du dann hier in diese Alulinie einziehen kannst. Das musst du ausprobieren. Musst du dann mal reinlegen und gucken, wie er sich spannt. Und dann kannst du das wieder reinsetzen. Ne? Und das ist eigentlich das Schöne bei den alten Sachen. Ja. Du kannst das wirklich zerlegen in alle Einzelteile und reparieren. Ja. Ne? Das ist ja bei den neuen immer schwieriger. Das ist eben das, was ich auch so an diesen Fahrzeugen liebe. Ne? Genau. Neue Fenster würden hunderte Euro kosten. Axel weiß, wie man sich die sparen kann. Denn nur das Rollo ist kaputt. Das kann Jörg dank Axels Hilfe jetzt selbst erneuern. Rastet nur dieser ein und dieser wird an diesen hier befestigt. So, und dann schiebst du die ja beide zusammen, so zusammen hoch und runter. So werden die dann nachher von außen geschoben. Ohne Axels Hilfe hätte Jörg wohl schon aufgegeben. Das Schlimmste ist ja, wenn du nachher an einen Punkt kommst, wo du nicht weiterkommst und keine Hilfe kriegst, ne? So, und da ist natürlich wunderbar mit dieser Schremberg-Gruppe dort, was, wenn du ein Problem hast, dann rufst du Axel an, stellst das dann, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, dann stellst du das da rein, stellst die Frage, dann
gibt jeder seinen Kommentar dazu. Mit so einem Wohnmobil wirst du ja auch nie fertig werden. 4 Monate werkelt Jörg nun schon an seinem Camper. Es kommen immer wieder neue Baustellen hinzu. Axel ist gerade weg, da merkt Jörg, der neue Wassertank sitzt viel zu locker. Das gefällt mir ja gar nicht. Die Schrauben festgezogen, aber im Grunde genommen halten tut das nicht wirklich. Nö, das gefällt mir nicht. Gerade keine Idee. Vielleicht kommt der rettende Einfall ja im Baumarkt. Was für viele Heimwerker bestens funktioniert, ist für Camper-Ausbauer eher eine Notlösung. Denn viele Teile, die für Wohnmobile passen, sind Spezialanfertigungen und damit teuer. Ach ja, und sobald da irgendwie für Wohnmobil oder für Wohnwagen drauf Caravan, dann zahlst du irgendwie den doppelten Preis. Aber ich versuche deswegen irgendwie immer Alternativen zu finden. Auch da einfach mal so Ideen, was gibt es für Möglichkeiten, was könnte ich machen halt. Ne? Außendurchmesser, ja, die sind gut, die passen ja. Passende Schrauben für den Wassertank hat Jörg gefunden. Ja. Günstige Badezimmerutensilien leider nicht. Und trotzdem läppern sich die Kosten. 3.500 Euro hatte er für das Wohnmobil ausgegeben. Nochmal 3.500 wollte er reinstecken. Dieses Budget ist längst erschöpft. Finanziell ist das Ganze ein Desaster. An sich sind die Sachen nicht so teuer, aber ich denke mal, das werden wahrscheinlich noch 2.000 Euro obendrauf werden. Ja. Und dann wird's halt eng. Ab jetzt darf nicht mehr viel schief gehen. Gustav und Rena sind auf der Suche nach frischem Fisch in Finnland. In Mäkelä soll es Teiche geben, in denen man eigenhändig Lachse angeln kann. Und der Betreiber spricht sogar Deutsch. Können wir hier einen Fisch angeln? Natürlich. Ja? Ich bin Jukka. Ich bin Gustav. Ich bin Jukka. Hallo. Ja. Jetzt ist so guter Platz. Hier ist viel Fisch. Jeder kann da fangen. Ja. Eine Lachsfisch. Ja, dann gut, ist dann das gut. Wollen, dann wollen wir das. Das Angeln ist kostenlos. Zahlen muss man nur für den gefangenen Fisch. Vorausgesetzt, Gustav fängt überhaupt was. Er hat nämlich noch nie geangelt. Aber bei diesen Ködern beißen die Lachse angeblich garantiert. Ja. Und dann so schmeißen. Ich stehe schon mal parat mit dem Eimer, wenn die Fische kommen. Ja. Nach 10 Minuten tut sich allerdings noch gar nichts. Die guten Angler sagen ja immer nicht sprechen. Ja. Und nach weiteren schweigsamen 10 Minuten? Vielleicht sind wir zu ruhig. Oder zu ungeduldig. Einen Augenblick Geduld muss man haben, ne? Dann der Beweis, es gibt hier Fische. Oh, da ist einer, ja. Ja. Und schwupps, wieder weg. Es gibt eine Vorführung. Vielleicht steht Gustav einfach an der falschen Stelle. Kann man da rumgehen? Ja? Sollen wir das mal probieren? Also auf die andere Seite. Aber da zeigt sich, der Standort war offenbar nicht das Problem. Ja, wer weiß, ob das jetzt was wird mit unserem Armbrot. Hamburg-Bill steht. Jörgs Camper ist fertig. Naja, fast. Axel und Kathi kommen zum Gucken. Was hat sich seit dem letzten Mal getan? Oh, ich bin begeistert. Also wie das ausgesehen hat. Und jetzt? Also ich hätte nie gedacht, dass wir ihn wieder zusammen. So ein Haufen Schrott. Aber jetzt ist er ja echt. Also. Super. Ne? Ja, echt. Also hier darf man ehrlich sein. Ne? Das finde ich sagen, schon. Das weiß ich ja, ne? Ja. Das meine. Also, es war nichts drin hier. Nee, das ist genau. Tatsächlich hat Jörg in 9 Monaten aus einem vergammelten Wrack einen richtig schicken Camper gebastelt. Auch wenn er statt 7.000 fast 10.000 Euro investiert hat. Jetzt kann der Urlaub kommen. Vorausgesetzt, er schafft es heute ohne Probleme durch die TÜV-Prüfung. Es wird spannend. Ja, aufgeregt ohne Ende. Ob man besteht oder nicht. Och, Glückssache. 50-50. Ich weiß es nicht, nein. Das Ziel befindet sich auf der rechten Seite. Der rechten. Jetzt wird ernst.
11 Jahre war der Wagen nicht angemeldet, hat vor sich hingegammelt und Rost angesetzt, bis Jörg ihn aus dem Dornröschenschlaf geweckt hat. Wenn er die TÜV-Plakette nicht bekommt, steht die Jungfernfahrt nach Dänemark auf dem Spiel. Hürde 1, der Abgastest. Okay, das war's schon. Alles gut. Es ging relativ schnell, aber alles gut. Der TÜV-Prüfer ist nett, aber hilft das auch bei der zweiten Hürde? Die Radlager dürfen im Härtetest nicht zu viel Spiel haben. Das hört sich nicht gut an. Ja, und das ist ein Problem. Das ist ein richtiges Problem. Also das Problem dabei ist, wenn Sie ein defektes Radlager haben, das Rad fällt ab im schlimmsten Fall oder das Rad blockiert oder. Also das sind alles so Sachen, die man nicht haben möchte und schon gar nicht auf der Autobahn. Nee. Ne? Das sollte dringend repariert werden. Aber der Prüfer belässt es bei einem Hinweis. Dann sind die Scheinwerfer dran. Die müssen unbedingt höhenverstellbar sein, damit der Gegenverkehr auch dann nicht geblendet wird, wenn das Wohnmobil voll beladen ist. Ja, nochmal. Nochmal auf Null drehen. Noch weiter. Also ich höre den, aber hier bewegt sich nichts. Weil wenn er sagt, sein Wohnmobil voll belegt, wenn er in Urlaub fährt, dann würden alle, die ihm entgegenkommen, die würden nichts mehr sehen. Ne? Aber heißt es jetzt gleich durchgefallen, oder? Ja. Die Höhenverstellung ist defekt. Heute gibt es keine Plakette. Natürlich enttäuscht. Also ich hätte natürlich schon ganz gerne jetzt das gekriegt. Aber es sind ja Ferien hier in Hamburg jetzt demnächst. Da wollen wir doch schon mal die erste Tour machen. Meine Frau hat Urlaub. Also da wollen wir doch. Also da müsst ihr dabei sein. Ja. Jörgs Camper bekommt in ein paar Tagen eine zweite Chance. Dann klappt es bestimmt mit der Plakette und mit dem Urlaub auch. Ja, alles dran. In Finnland verliert Gustav so langsam die Geduld. Doch nebenan gibt es noch den Anfängerteich. Das ist besser, wenn du mir zeigst. Das muss nur ein bisschen schneller. Wenn das geht, wunder. Rucki zucki. Ja, rucki zucki. Ja, müssen wir probieren. Vielleicht klappt das dann. Rucki zucki. Ich hoffe. Das ist gut. So, wollen wir an dieser Stelle mal probieren. Ich habe einen Fisch. Eieiei, ich habe einen Fisch. Oh, so eine schöne Forelle. Guck mal, mein Schatz. Unser Armboot ist gesichert. Juhu. Und ich habe es festgehalten. Ja, du hast es. Kannst du zu Hause den Kindern sagen, du hast einen Fisch gefangen. Gustavs erste Lachsforelle. Und wo eine beißt, da müsste doch... Ich habe den zweiten. Ich hab den zweiten. Oh. Guck mal, was für ein schöner. Jetzt brauchen die beiden nur noch einen Platz, wo sie grillen, essen und übernachten können. Jukka hat ihnen einen Geheimtipp verraten. Strom, Wasser, WC, das bringen sie ja ohnehin selbst mit. Und deswegen soll dieses idyllische Fleckchen an einem der über 100.000 finnischen Seen für heute Nacht ihr Zuhause sein. Steht der Wagen gerade, Schatz? Ja, ein ganz kleinen Tick schief ist er schon noch. Dann müssen wir doch noch ein Brettchen unterlegen. Camper geparkt, Fisch ausgenommen. Und gegrillt wird dank der Power-Akkus, natürlich mit dem Elektrogrill. Da ist die Steckdose. So, und jetzt geht's los. 230 Grad. Ober- und Unterhitze. Ich würde sagen, so, wir stellen mal 60 Minuten ein, aber bei 45 müsste er gut sein. Auch für den Induktionsherd reicht der Strom. Camping mit Komfort. Habe ich mir leicht gemacht, ne? Das machen wir immer so. Gustav macht leckeren Sachen und ich die einfachen. Ja, der löst sich ja davon, der Gretel. Den teilen wir uns dann, ne? Gleich mal probieren. Mmh. Wunderbar. Lecker. Überhaupt kein bisschen moorig oder so, ne? Nee, und da braucht auch nichts mehr dran an Gewürz oder so. Gar nichts. Ist doch ganz was anderes, wenn man das selbst gefangen hat, ne? Genau so hatten sich Rena und Gustav das vorgestellt. Mit der Idylle und der Freiheit in Finnland.